Hallo Leute, ja, wir sind zurück im Lager. Ich habe ein paar Dinge schon wieder gemacht hier, ne, so Pfeile angestoßen und so weiter und so fort, damit das hier vorangeht und habe ein Ei besorgt, weil da können wir eins ausbrüten. Das werden wir jetzt gleich nach dem Logo machen und dann können wir hier auch bei der Statue noch vielleicht unseren Typi da ableveln. Schauen wir mal, ne? Mal, was wir hier kriegen. Wer ist denn da jetzt rausgekommen? Der weiß ich auch nicht. Das packen wir da rein. Dann geht es da weiter. 10 Minuten, okay. Und dann gehen wir hier hin. Wir können nicht leveln. Aber hier haben wir Punkte. Da können wir ihn hier leveln. Verteidigung, Arbeitstempo. Da würde ich ihn hier leveln. Auf jeden Fall ruhig nochmal, weil wenn er Angreif gut hat, dann ist das schon geil, oder? 4 Punkte, wie viel brauchen wir? 4, wow. Dann würde ich den da nochmal leveln. Wie viel haben wir jetzt? Haben wir jetzt 12 Punkte? 12% dazu, könnte sein, ne? Jetzt sind es aber alle. Jetzt haben wir noch da 4, ich weiß gar nicht. Ah, da gibt es andere, die das können, aber den müssen wir noch ins Lager stecken, damit er wieder gesund wird. Hier, der hat auch zu. Ach ne, der. Ach, jetzt können wir mit dem weiter leveln. Ja, das ist ja cool. Das haben wir ja auch. Ja. Und das haben wir auch noch. Dann haben wir jetzt nochmal 18%. Ja, dann ist er richtig stark geworden jetzt. Weil der gefiel mir ja ganz gut, der Robin Quill. Dann nächstes Mal, wenn wir hier nochmal Punkte haben, machen wir da noch ein Level auf jeden Fall. Und hier Angriff müssen wir natürlich dann 1, 2, 3, 4 Stufen. Aber das ist, glaube ich, jetzt kleiner geworden, oder? Kann das sein? Oder täuscht das nur? Na, es täuscht nur, oder? Naja, auf jeden Fall ist er jetzt richtig cool im Angriff. Ihn müssen wir sofort erstmal ins Lager bringen, damit er wieder gesund wird. Ah, das war ja wieder mal so richtig cool, ne? Eine Kugel verschwendet. Level 21. Selbstzerstörung 230. Die ist natürlich klar, aber dann ist er weg. Dann so richtig guten haben wir jetzt nicht hier, ne? Probieren wir den doch mal, oder? So, der heilt sich in 10 Minuten. Die Torte müssen wir im anderen Lager haben, ne? So, die Milch war, glaube ich, ziemlich gut eigentlich, oder? Die hat doch ein Guy auch und nur eins. Ich dachte, die hätte mehr. Milch. Komm, dann nimm die Milch mal ins andere Lager, glaube ich. Ach, das lassen wir so liegen. Gut. Gehen wir mal gerade ins andere Lager. Ja, hier sind wir falsch. Was müssen wir machen? Bauplan, Sphäre und Fließband. Okay, und Baugener. Ach, können wir was forschen? Dann haben wir 6 und 3 Punkte. Okay, da geht was. Erzbruch. Ich glaube, den haben wir noch nicht, ne, oder? Dann nehmen wir den doch mal. Weil der ist ganz wichtig. Das Fließband müssen wir noch Level Up haben, ne? Kann das sein? Fließband hier unten. Ne, Fließbandwerk. Ist das das oder ist das das nicht? Stationäre Armbrust wäre jetzt hier fürs Lager gut. Generator haben wir schon. Ne, das fehlt uns noch. Da müssen wir erstmal unseren Paar leveln, unseren Avatar leveln. Ist denn hier noch irgendwie was von oben herab, das was freigeschaltet werden kann? Giftbogen, Giftpfeil.
Fleischerball-Topfpflanzen-Set. Wofür soll das gut sein? Dann sieht es schicker hier aus. Das ist jetzt nicht meins. Hier fehlt dann noch was. Das heißt, da müssen bestimmt noch ein paar Pals her, damit sowas hier wieder freigeschaltet wird. Das ist hier so ein Flugtier, oder? Stoff braucht man dann ein paar der Prof-Stücke. Zu reiten? Zu reiten. Ich weiß jetzt gar nicht. Können ja mal gucken, steht da Fliegen bei dem hier? Als Gleiter zu benutzen, also sind das hier Reiter gewesen, also nix gleiten. Schau, okay, das sind alles Reittiere. Feuerheizung. Der Mega-Gleiter, den haben wir noch nicht mal gemacht. Ist der aber besser wie unser Flugreiter? Explosive Eier zu verschießen, das hört sich natürlich auch nicht schlecht an, ne? Und der war ziemlich hoch gelevelt, schon auf 21, glaube. Hier haben wir, der ist auch als Gleiter zu benutzen. Galletklau. Den haben wir ja auch im Team, ne? Und den haben wir ja schon als Gleiter. Der ist ja besser wie alle, die davor waren. Denke ich. Weil Level später ist. Aussaat wird erhöht, okay. Hitzeresistente Metallrüstung, ja, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, wir haben schon eine Metallrüstung, ne? Wir haben noch 4 Punkte. Also die wäre hitzeresistent, während wir nur eine Metallrüstung, glaube ich, haben. 40 Metallbahnen, Leder hätten wir, Stoff bräuchten wir, Feuerdrüse, 8 Stück, die sind ja weit, weit weg, dann lassen wir das erstmal noch. Vielleicht setze ich mal einfach die obersten Punkte frei. Tropische Tracht, aber das sind alles Sachen, die ich nicht unbedingt haben will. Lass das mal. Was war das zweite? Bauergenerator. Den haben. Ne, gebaut haben wir den noch nicht, ne? Okay. Ich dachte, den haben wir schon gebaut. Aha, 50 Metallbahnen und 20 Elektrodrüsen. Da fehlen uns auch noch 2, alles klar. Ja, das dauert dann da noch. So, jetzt Schnellreise. Einmal ins andere Lager erst, gucken, was da los ist. Habe ich eine Wache? Fahrender Händler? Okay, der gehört zum fahrenden Händler. Ich dachte gerade schon. Ist das die Kiste von Lingens? Ich glaube ja, ne? Da müsste ich jetzt irgendwelche Pals reinstecken, oder sehe ich das? Oder die Torte? Warte mal, schnell wieder rein, weil doch, es Zuchtfarm steht da oben, ja. So, Paarung ausgesetzt, weil kein Männchen, kein Weibchen da ist. Aber wie setze ich die da rein? Da unten auch rein? Könnte sein, ne? Oder? Ich
Ich nehme das mal lieber an mich, bevor das hier gleich weg ist. Aber hier steht ja Zuchtfarm, müsste also hier sein. Aber wie kriege ich die Pals da rein? Aber meistens haben wir dann nur einen davon, ne? Hier, Dasi, da hätten wir zwei von. Kann Dasi denn was Besonderes? Nein. Da müssen wir mal gucken, ob Männchen, Weibchen wäre sogar. Hier von ihm, da bräuchte man noch einen, dann wäre das vielleicht besser. Der kann schon was, ne? Aber auch nicht so wirklich viel. Zwei Feuer, eins Holz. Zwei Seen oder was das auch immer ist, oder Pflanzen. Das sind alles jetzt keine, die ich, wo ich sagen würde, die sind gut, ne? Der kann viel, der kann auch Medizin, ne? Aber ich brauche hier von den anderen, von den hochqualitativen noch welche dann. Kryolinks, drei Eis, zwei Holz, eine Hand. Hier der, der kann zwei tragen, zwei Steine abbauen und zwei Dingens. Das ist ein Tombat. Warte, da können wir doch noch mal reingehen. So ein Tombat, da kann man doch auch. Also, das kann man nicht hier sehen. Das kann man hier im Paldeck sehen, wo die sind, ne? Wo ist der Tombat? Ah, da oben Habitat. Der scheint zurzeit nicht aktiv zu sein. Ich wollte, ach so, das ist Nacht. Ah, das sind, da kann man das sehen. Das ist ein Tombat, der ist nachts aktiv. Und ist dann hier auch bei uns in der Ecke eigentlich, ne? Okay. Aber hier kann man nichts sehen, wenn man den noch nicht hat. Schade, ne? Kann man denn bei so einem schon was sehen? Tagaktiv, Schillett. Sweeper, der muss doch nachtaktiv sein, ne? Ne, der ist auch tagaktiv, aber in einem Bereich, wo wir noch nicht waren. Ist komisch, dass wir den schon gesehen haben, ne? Vielleicht war das beim Endgegner oder so. Was ist das für einer? Stasi war jetzt auch nichts Dolles. Catrace. Leider. Vielleicht kurz gesehen, aber ach so, der war beim Kampf irgendwo, ne? Aussaat, Holzfällen und Bergbau kann der 2. Wäre auch ein Endgegner, den wir da haben, ne? Was könnte der? Bewässerung 2, also auch nichts Wichtiges. Findet man den da oben? Da war ich noch nicht. Den habe ich irgendwo anders gefangen. Wenn ich den, na doch, den habe ich gefangen, ne? Der ist der zweite Tombat. Jetzt sehe ich den nicht mehr. Aha, deswegen sehe ich den nicht mehr. Okay.
natürlich nicht, ob das Männchen und Weibchen sind, ne? Oder sind wir jetzt irgendwie im Kreis gelaufen? Wahrscheinlich, ne? Noch, da waren wir schon. Da gibt es aber einen Sprungpunkt. Und ich denke immer, wir machen erst hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine überhaupt macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.